besser gelaufen als gedacht. Ach, sie sind immer so sprunghaft. Nun, der Patriarch weiß Bescheid, alles andere liegt in seinen Händen. Ich hoffe, er kann noch rechtzeitig Hilfe schicken. Sollte die anderen aufsuchen. Sage ich so mehr oder weniger zu mir selbst und gehe dann mich wieder anziehen und schauen, dass ich die anderen finde. Ja, nach dieser merkwürdigen Begebenheit, die Rafim da gesehen hat, wird dieser Entrückungszustand fallen gelassen. Du siehst auf deine Wunde und siehst, wie wohl sich da neue Haut gebildet hat. Die allerdings noch sehr frisch ist. Wenn du gegen piekst, dann wird es sehr schmerzhaft wehtun. Aber sowas wie Narbengewebe wird sich da... Es ist kein Narbengewebe, es ist neue Haut, die sich da gebildet hat. Und du merkst wohl auch, wie sich dahinter neues Fleisch bildet. Allerdings würde ich Leotmann Freisop noch nicht wegschicken, sondern er erzählt dir erst einmal die Geschichte des Kruges der heiligen Lindegard. Und wird dich da dann die nächsten 2 Stunden mit einer sehr spannenden Geschichte festhalten. Ja. Ich würde mir tatsächlich sogar, ich habe ja auch mal ein Stück Papier dabei, ich würde mir sogar Notizen machen über dieses Ding, was er mir so erzählt. Also alle relevanten Dinge, die ich mir bestimmt nicht merken kann, weil ich doof wie ein Meter Feldweg bin, aber die bestimmt wichtig sind. Sind sie? Sind sie tatsächlich? Was tun derweil die anderen? Abelmir, Isaron, Kiaras und Jalan. Und dann sicherlich, Jalan ist zu zerstört, zu kaputt, um dann noch am gleichen Tage zu Praios Tempel zu gehen. Vielleicht schämst du dich auch noch ein bisschen zu viel oder so, aber ihr könnt dann zumindest alle gemeinsam am Abend im Hotel ankommen und euch da dann in, ja, bevor ich euch in die Betten legt, nochmal so einen kleinen Besprechungsraum, von dem aus dann abgehend eure Zimmer liegen. Also in der Mitte, da wo eure Zimmer dann abgehen, habt ihr so einen kleinen Besprechungsraum nur für euch. Da könnt ihr euch dann einmal sammeln, bevor es dann in die Betten geht. Ich weiß nicht, ob wir das Schwerste an der ganzen Sache jetzt schon hinter uns oder erst noch vor uns haben. Also, der Erfahrung nach liegt das Schwerste immer noch vor uns. Ich vermute, dass das erst der Anfang war. Ihr hattet übrigens recht, dieser junge Mann ist beeindruckend. Im allergeringsten Fall und absolut atemberaubend. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also, ihr habt die Nähe der Göttin gespürt. Die Macht, die ihr da... Ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt. Dieser Junge, diese Freude, diese... Ja, Jalan, Abelmir wart ja auch schon einmal Zeuge eines Pereine-Wunders. Ja, also, aber anders. Ihr werdet mir nicht glauben. Ich hab's auch nicht geglaubt, aber er hatte ein drittes Auge. Also ein wirklich. Ja. Drittes Auge. Auf seiner Stirn, das hat... Ich weiß nicht, warum es da war, aber es war da. Also. Das ist in der Tat merkwürdig. Irgendwie ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, ehrlich gesagt. Ich habe schon mal was von dritten Augen gehört, aber eher bei... Wie war das bei Wahrsagern, dass sie damit die Zukunft sehen können? Man sagt, dass der Herr Praios und Uhure damals dem Horas das dritte Auge gegeben haben. Wie nennt man es? Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls nennt man es auch den Okuri-Funken. Aber soweit ich weiß, hat der Horas es nicht mehr. Ich weiß nicht, was er damit macht, aber das ist einfach so beeindruckend. Das habe ich noch nie erlebt. Scheinbar ist ja gut gelaufen, das freut mich für euch. Ja, also hier, er zieht auch ganz entspannt sein Shirt nach oben, also es ist noch ein bisschen, bisschen pink und tut noch weh. Bohrt doch nicht in euren Finger so rein, was macht ihr denn? Ja, das war sehr dumm, habt ihr recht, das war sehr dumm. Aber wenn euch die Gnade der gütigen Mutter so sehr zum Herzen tritt, solltet ihr vielleicht über das Noviziat nachdenken. Zumindest solltet ihr in nächster Zeit vielleicht zu Herren beten.
Ich werde ihr auf jeden Fall danken. Ich habe auch eine größere Spende da gelassen. Tatsächlich bin ich schon wieder relativ klamm, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ich hätte da 200 Dukaten für die gütige Mutter Prein und ihre... 200 Dukaten? Ja, richtig. Hä, wieso? Hallo, die hat mir gerade hier fucking Wunder gezeigt. Natürlich, jetzt bin ich in Spenderlaune. Ich habe eh nichts damit zu kaufen. Also hier, nimm. Ich hätte es da einfach in Wechseln dagelassen. Ich weiß nicht, ihm vermutlich nicht, aber irgendeinem wie seiner Visiere oder seiner Wächter in die Hand gedrückt, wem auch immer ich da... Klatscht ihm so einen Wertschein in die Hand. Ja, für die gütige Mutter Perein. Also... Kann die sich mal was Schönes kaufen. Paar neue Schuhe. Ja, ich bin jetzt auch ehrlich gesagt wieder relativ klamm. Aber es geht noch. Aber ich denke, das wird gut angekommen sein. Was wissen wir eigentlich über diese Dämonen im Gefolge der blutigen Herren? Ihr wisst schon, die Dämonen, die Arkor Shah angegriffen hat. Ah, ehrlich gesagt weiß ich nicht sehr viel darüber. Diese Dämonen zählen nicht zu denen, die normalerweise in Kriegen eingesetzt werden. Vielleicht sollten wir uns die nächsten Tage mal etwas im Hesinde-Tempel darüber erkundigen, was uns erwartet. Richtig, das ist eine gute Idee. Gleich morgen früh sollten wir dorthin gehen. Ach, bevor ich es vergesse. Wartet mal, ich hab's irgendwo. Rafim tastet sich komplett ab. Ah, zieht sich einen Zettel aus der Tasche. Oh, meine Schrift. Oh. Also wird jetzt nicht so einfach, aber er hat gesagt, ich sollte euch das auch mal vorlesen. Das scheint irgendwie wichtig zu sein. Geschichte des Kuges. Es geht um den Kug übrigens, nur damit ihr Bescheid wisst. Der Aha. Kug wurde in der Rohalzeit vor rund 500 Jahren gefertigt, als in Tobrien, da heißt das, Tobrien, manche Druiden offen in den Dorfgemeinschaften lebten. Sein Hersteller, über den heute nichts mehr bekannt ist, belegt ihn mit einem druidischen Zauber, der das Wasser reinigte und heilkräftig machen sollte. Nach dem Tod seines Herrschers ging der Krug in den Besitz des Perine-Tempels von Storchgrund über, dessen Gewalten sich über dieses nützliche Artefakt sehr freuten und es mit Motiven ihres Kultes verzieren. Oh, das ist ja gut. Dann brachen die Magierkriege aus. Okay, scheiße. Das war nicht so schön. Und die Storchgründer mussten in die Berge fliehen. Mit Hilfe des Kugels überlebten sie die meisten Dorfbewohner, die monatelang geflucht. Oh, muss ja cool sein, das Ding. Ob es sich tatsächlich so zugetragen hat, wie die Sage der heiligen Legende besagt, kenne ich nicht. Ist heute nichts mehr bekannt. In jener Zeit, als Rohal der Weise den Garrettathron leer hinterließ, entbrannte ein Streit um seine Nachfolge. Die Zauberer kämpften um die Macht und führten Geister, Lebende und Tote in die Schlacht. Auch im Lande Jarlax wurde Schlachten gefochten. Ein Heer stachelköpfiger Tiere, dem Wappentier des Herzogtums nachempfunden, wurde in die Schlacht geschickt, doch die rasenden Missgeschöpfe zerfetzten ihren Erschaffer, einen Zauberer, dessen Name längst vergessen ist. Doch die Bestien waren los und hungrig, sie hatten Menschenblut geschmeckt und verachteten daher die Tiere des Waldes. Nur mit Menschenfleisch konnten sie ihren Hunger stillen. Die Bewohner des kleinen Dorfes Storchengrund in der Mark Osterfelde wurden von drei dieser wilden Unholde attackiert. Sie brachen in die Hütten ein und überfielen die Menschen im Schlaf. So beschlossen die Menschen zu fliehen, in die Berge der Schwarzen Sichel, wohin die Bestien ihnen nicht folgen konnten. Sie erklommen mehrere schroffe Felsen, einige von ihnen stürzten in die Tiefe, doch schließlich ließen sie sich hoch in den Bergen nieder. Die rasenden Ungeheuer versuchten ihnen nachzusteigen, doch auch wenn sie von ihrem Erschaffer mit grausamen Stacheln und einem tödlichen Biss ausgestattet worden waren, so hatte er ihnen keine Hände zum Klettern gegeben. Doch die Dorfbewohner waren noch nicht gerettet. Zwar konnten sie sich vor den wilden Misskreaturen in Sicherheit bringen, doch sie mussten ihre Äcker und ihr Vieh zurücklassen. Die Menschen hungerten und dürsteten, während unten in ihrem Dorf die Vorräte verschimmelten. Es war Lindegard. Die Geweihte der barmherzigen Göttin, die ihren Mut zusammennahm und allein ins Tal kletterte, um von dort aus einem klaren Bergsee Wasser zu schöpfen. Tag für Tag, mit dem einzigen Gefäß, das sie auf die Flucht mitgenommen hatte, einem Steinmutkrug. Eines Tages aber wurde sie von einem dieser wölfischen Wesen entdeckt, kam hinter ihr her und Lindegard floh in die Berge, aber der Verfolger war schneller. Die unaussprechliche Kreatur sprang sie an und biss sich in ihrem Bein fest.
In ihrer Verzweiflung flehte Lindegard die barmherzige Göttin um Hilfe an, und die Göttin gab ihr Stärke und Mut. Lindegard hob den Krug, mit dem sie das Wasser aus dem See geschöpft hatte, hoch in die Luft und schmetterte ihn gegen die Stirn des missgestalteten Wolfes. Laut aufheulend flüchtete die Bestie, der Krug aber blieb heil, nicht ein Riss war zu sehen. Lindegard kehrte ins Dorf zurück und brachte den Menschen das Wasser. Das Wasser war die einzige Nahrung der Flüchtlinge, neben einigen Gräsern und Beeren. Doch keiner von ihnen litt Mangel oder starb. Die göttliche Mutter gab jedem, der aus dem Krug trank, Stärke und Wohlgedeihen, solange die Storchengründer oben in den Bergen rasteten. Lange Zeit später waren die widernatürlichen Mistkreaturen von tobrischen Jägern erlegt worden und die Dörfler konnten nach Storchengrund zurück. Der Krug Lindegards wurde zum Wahrzeichen des Dorfes, denn in ihm spiegelte sich das Wirken der Göttin wider. Ein zerbrechliches, fragiles Gefäß wird stark und unzerstörbar, wenn es vom Geist der barmherzigen Mutter beseelt ist. So geht es mit dem Krug, wie auch mit dem Menschen. Das ist die Geschichte, die sowohl Rafim euch berichten kann, als auch die beiden Tobrier, Jalan und Isarun. So erzählt man es sich zumindest. Das Ding muss ja ziemlich wichtig sein. Und was diese Familie der Markgrafen, von der ihr gesprochen habt, das ist Trondwigs Familie. Trondwig kennt ihr noch, oder? Natürlich kenne ich Trondwig. Nicht die geringste Ahnung, wer Trondwig ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Trondwig von Bregelraum. Das war der Leichtbeleibte, der sich sehr für die Pflanzen interessiert hat, als wir im Kaiserpalast zugegen waren. Richtig, in der alten Residenz. Ja, der etwas untersetzte Mann. Sehr freundlich. Der mit den schmutzigen Händen. Exakt, der. Er schaut in ein leeres Gesicht, Rafim hat keine Ahnung, wer das ist. Die Familie Bregelsaum ist der Permanent gefährlich. Oh. Angesichts dessen, dass die gütige Mutter sich ihrer Tochter angenommen hat, wohl auch nicht zu verdenken. Naja, aber schon komisch, dass ein druidischer Krug zum Wahrzeichen der Perreine-Kirche wird. Ja, wenn er heilende Kräfte hat, das ist der Herrin Perreine doch sehr wichtig, habe ich gehört. Und sie schmäht zumindest heilende Magie nicht. Ja, aber die Druiden glauben, wie wir, eher an Sumo als an Perreine. Vielleicht ist das ja sogar so eine Art Zusammenarbeit zwischen den beiden. Naja, ganz klar, Sumo ist die Mutter von Perreine. Ich glaube, das würden die meisten Zwölfgöttergläubigen anders sehen, oder? Also ich beschäftige mich nicht so intensiv mit Perreine, deswegen kann ich es euch nicht sagen, aber... Naja, nicht ganz so, aber es stimmt schon, dass die Druiden in Tobrien eine spezielle Beachtung genießen und in den meisten Fällen gut angesehen sind. Ein Großonkel von mir, zweiten Grades oder dritten Grades, war tatsächlich ein Druide. Das erklärt so manches. Aber dann hätte ich auch Druiden werden können. Und diese Druiden wiederum haben ihr Wissen von uns, den Geoden, bekommen. Gibt es denn Druidinnen oder gibt es nur Druiden? Also ich habe immer nur von Druiden gehört. Ist das so ein rein männliches Ding? Okay. Naja, Magierin sein ist bestimmt auch nicht schlecht, die Sorgen. Das ist selbstverständlich viel besser. Ihr hättet ja theoretisch Hexe werden können. Also jetzt hört aber mal auf, ihr wollt mich wohl beleidigen. Was denn? Wir waren doch sehr nett. Habt ihr die Hexen heute gesehen? Die waren ausgesprochen nett. Ja, mag schon sein, aber sie haben ja wohl kaum den richtigen Glauben. Also, sie glauben doch an diese Halbgöttin oder so etwas? Die für die Sorengarad ihren Tempel haben wollten. Richtig. Sie Saturia? Ja, so etwas in der Art. Saturaria. Genau, irgendwie so eine Tochter der Zar oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber gut, genug von Hexen, müssen wir noch irgendwas tun. Habt ihr alle eure Dinge erledigt? Kiaras, wart ihr erfolgreich? Jedenfalls muss ich immer noch im Paras-Tempel zuständig werden. Ich war heute ein wenig abgelenkt. Verstehe. Zwinkle so. Ihm zu. Aber mir kriegt einen Tritt. Aber einen der Schaden macht. Kannst du ruhig 8 TVA aufschreiben. Na, da ist immer noch eine Raufenprobe drin. Mach mal Raufenprobe. Das trifft ja wohl. Treffer. Der kann immer noch abwehren.
Kann er wirklich einen Raufenprobe abwehren, die er nicht sehen, kommen sieht? Bist du aufmerksam? Ja, habe ich. Ja, aber Schaden ausgeteilt wird, nur weil du dich mit Kieras vergnügt hast, das ist sehr unfair. Oh. Alter, aber wir können auch noch raufen. Wir können raufen, ich bin positiv begeistert. Er ist Kampfmagier. Nein. Jetzt lassen wir auch mal den Tempel im Dorf. Ja, zumindest hat er sich auf dem Turnier im Dreck geprügelt. Also Jalan wird auf alle Fälle sehr rot, wenn er darüber spricht. Aber wohl ist der Travia gefällig. Aber schön war es trotzdem. Davon jetzt mal abgesehen, müssen wir sonst noch irgendwas erledigen? Habt ihr noch irgendwelche Geschäfte, die ihr erledigen müsst? Nein, alles erledigt. Nun, wenn wir jetzt wieder in die Schlacht ziehen, ich weiß nicht, haben wir alle unsere Vorräte aufgestockt? Das habe ich zum Glück noch vorher erledigt. Ich habe noch ein paar Tränke und ich habe auch noch diese komischen Pillen da, wo Jalan zwei Wochen nicht geschlafen hat. Zwei Wochen, aber irgendwie drei Tage nicht geschlafen hat, weil er so viel auf einmal genommen hat. Ja, ich nehme nur eine in Zukunft. So, diese Erschöpfungsdinger da. Ja, es könnte wohl nicht schaden, wenn man den einen oder anderen Zaubertrank mit auf die Reise nimmt. Also ich denke, wir sollten auf jeden Fall wenigstens die Alte umbringen. Also wenigstens, wir sollten auf jeden Fall die Alte umbringen. Das ist unser Minimalziel. Und wir sollten sicherstellen, dass, ihr wisst schon, dass Horn sicher verwahrt wird. Richtig. Ah, das heißt, wir sollten vielleicht nach einem geeigneten Kiste oder so Ausschau halten. Das ist keine schlechte Idee. Vielleicht können wir an der Magierakademie etwas Passendes erwerben. Ich fürchte, diese Akademie ist dafür nicht ausgerüstet. Ich würde eher beim Hesinnentempel nachfragen. Ich werde im Braus-Tempel nachfragen, wenn ich sowieso dort bin. Ich hoffe einfach mal, dass bei den Kaufleuten, dass dieses Ding nicht so viel, sagen wir, Hitze entwickelt. Vielleicht eine Kiste, die der Reihe geweiht ist? Eine hervorragende Idee. Das Raya geweihte Kisten? Aus Rosenholz vielleicht. Ja, was wollt ihr euch darum kümmern? Das kann ich doch gerne tun. Ich denke mir jetzt, dass wir noch einmal, bevor das Ganze losgeht, mit den anderen Mitgliedern dieses neuen Ordens zusammenkommen werden. Wollt ihr als erster Ritter eine Ansprache halten? Aber vielleicht besser nicht so wie auf dem Boot. Also ich kann die Ansprache auch übernehmen, wenn ihr wollt, dann sind das auf jeden Fall auf den Kampf eingestellte Jungs. Ich denke schon, dass ich das schaffen werde. Wobei meine letzten paar Reden alle nicht so gut gelaufen sind. Ihr müsst einfach über dem Wasser üben. Wenn man so Ansprachen, wenn man die üben will, dann geht man an den See und dann guckt man ins Wasser und dann schaut man sich selber an und dann hält man die Ansprache. Oder ihr denkt an die große zwergische Rede von Braschoks, da hatte ich euch ja erzählt. Oh, ich habe gerade ganz viel Hunger. Sollen wir was zu essen holen, ja? Essen? Und ein Bad. Was war denn jetzt mit Braschoks? Ich dachte, das war Brandor. Nein, also Brandor war der Vater von Braschoks. Ach so. Und Braschoks hatte diese Rede gehalten, als die Fernzwerge und... Ja, dass die euch immer unterbrechen, die haben einfach keine Geduld. Nein. Aber ihr... Sehr viel Wein. Das ist sehr löblich. Ihr werdet ein guter Zwerg geworden, Raffin. Ja, ich glaube, da bin ich zu groß für. Ja. Und die falsche Rasse. Aber sonst vielleicht. In einem anderen Leben. Ja, auf euch warten jetzt vor allem Rosenwasser. Also sehr, sehr süßes, angenehm leckeres Wasser, was auch ein bisschen nach Rosen schmeckt. Nach Rosen riecht. Es ist unglaublich interessant, wie die das hinbekommen. Ansonsten wird das Fleisch dann auch in gemahlene Sesamkörner eingelegt und auch mit Mandelmehl, mit ein bisschen Zuckersirup. Also es ist unglaublich, wie man hier die Süßspeisen in diesem noch etwas besseren Hotel, also man kann da auch nicht nur Herberge zu sagen oder Taverne, sondern es ist ein richtiges Hotel,
Es ist unglaublich lecker, wie das hier alles dann angeboten wird. Geräucherter Fisch, fingerlange Zorgan-Garnelen, die ihr auch schon erleben durftet. Ja, ansonsten auch Fleisch, was ihr dann essen mögt. Milch vom Schaf mit der Dickmilch oder Gemüse, verschiedene Obstsachen, Trauben, Äpfel, Feigen, Aprikosen, Granatäpfel. Und ihr könnt ihr euch es dann auch gütig tun. Rafim bekommt natürlich dann auch hier aufgrund seines seiner Angewohnheit auch sehr viel Wildhuhn und Fasan angeboten. Auch Schlangenfleisch kannst du probieren. Und wenn du nochmal nachfragst, du darfst auch diesen seltsamen Vogel essen, der dich nicht angegriffen hat, aber der Abel, mir und Isarun angriff. Ich würde mal so etwas an Isarun und Abel mir herantragen. Ja, das ist der komische Vogel, der euch angegriffen hat. Wollt ihr vielleicht einen von denen essen? Ja, so ein riesiger Spieß, auf den dann so ein Nachtwind aufgepflockt wurde. Natürlich. Ja, gerne. Mistviech. Ich glaube, das ist ein anderer Abelmir. Es ist nicht der gleiche. Also gehe ich von aus. Abelmir, beißt erstmal den Kopf ab. Abelmir, also was habt ihr denn für Manieren? Er hat mich angegriffen. Ja, aber noch nicht dieser hier. Also Abelmir. Es war bestimmt einer der Verwandten. Dein Onkel oder so. Wie der Schnabel zwischen euren Zähnen knirscht. Wie schmeckt das denn? Wie schmeckt das? Überraschend lecker. Besonders seine Zunge. Das ist der Geschmack von Rache, Abelmir. Nein. Ihr könnt doch also nicht. Das einfach... ist doch etwas, das wir vermeiden sollten, oder? Und Rache ist oft ihrer selbst genug. Okay, ihr dürft regenerieren. Die Regeneration ist 1W6 plus 4, auch für ASP und Karma, ganz normal plus 1. Ich wollte gerade sagen, nicht für Karma. Nee. Ansonsten, was möchtet ihr am nächsten Tage tun? Es müsste jetzt, glaube ich, der Protokoll 23. sein, korrekt? In der Tat. Hat meine verheilte Wunde irgendeine Auswirkung für mich? Oder ist meine Wunde einfach nur verheilt? Und wegen den permanenten Lebenspunkten, die dir fehlen, das sind aktuell wie viel? 21. 21 fehlen dir und du bist aktuell auf 19 per... Müssen wir uns nochmal darum kümmern, also wenn es jemand kann, das ist eine gute Idee, die mir gerade irgendwie so einfiel, dann ist es selbstverständlich das Kind mit dem dritten Auge. Ansonsten, ich kenne da Leute. Überlege ich mir nochmal, wir werden dir sicherlich ein paar LEP wiedergeben und das kriegen wir hin, weil wie gesagt, also wenn es einer kann, dann lehrt man Freisop. Ja, gut. Also geht es mir danach auch besser, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Gut. Pläne für diesen Tag. Ah, Power Stempel halt. Ansonsten, wir haben heute den 23. Ja, 23. Am 25. wird nach euren Informationen die Schlacht stattfinden. Am 25.